Regisseur, Autor und Komponist vom größten Kindertheaterunternehmen in Österreich. Und für mich sind die Spaziergänge, die ich jeden Vormittag da mit meinem Hund mache, große Quelle der Inspiration. Ich habe mein Diktiergerät meistens dabei und wenn ich hier so spazieren gehe, fällt mir ganz viel ein. An Texten und Geschichten, die spreche ich dann da drauf und zu Hause mache ich dann Songs draus. Also wir sind da im 14. Bezirk, Jägerwaldsiedlung, ein super Ausgangspunkt für Spaziergänge durch den westlichen Wienerwald. Und ja, es geht los. Einer der schönsten Plätze, wie ich finde, die es da in der Gegend gibt. Wenn man diese Forststraße weiter verfolgt, kommt man zur Rieglerhütte. Es ist ein an und für sich in der Gegend ein recht beliebtes so Wochenend-Mittagessen, Raststation, Gasthaus oder sowas. Und wir gehen jetzt aber da hinauf, in den Wald. Na, also da rechts hinauf auf diesen kleinen Hügel, einer von vielen, die es da in der Gegend gibt, da führt kein einziger Weg rauf. Und wenn man sich da durchs Unterholz kämpft, dann kann man oben auf der Kuppe sich hinsetzen und ganz ungestört nachdenken über die Welt, wenn man will. Ich war einer von diesen Jungs, die so nach Indianerbüchern Indianergerätschaften gebastelt haben zum Kochen und sogar die Sprache habe ich gelernt. Ich glaube, ich konnte mal so ein bisschen Apache sprechen als Junge. Meine Eltern waren halt sehr viel mit uns unterwegs. Im Wald im Prinzip jedes Wochenende. Wir hatten auch so ein kleines Häuschen in der buckligen Welt, das auch sehr abgelegen und wild war, ohne Strom. Wo ich halt auch als Kind tagelang unterwegs war im Wald. Und wenn man hier jetzt so weitergeht, kommt man, man sieht ihn jetzt nicht, aber da vor uns ist der Kolpetersberg. Ich glaube, das ist der vierte oder fünfthöchste im Wienerwald, der auch mittlerweile, wo es auch mittlerweile so ist, dass da kein Weg mehr rauf gibt, keinen offiziellen. Aber wir werden jetzt trotzdem raufgehen. Jetzt kommen wir gleich da vorne zum, ich glaube, das müssen wir nachher nochmal aufnehmen, ich weiß nicht, wie es heißt. Das ist auf jeden Fall ein Friedhof. Ja, ein Friedhof, ein offizieller Friedhof. Und zwar sind da die Bäume beschriftet mit irgendwelchen Schriften und ich glaube, da kann man sich, es wird recht teuer sein vermutlich, kann man sich an den Wurzeln des jeweiligen Baumes begraben lassen. Gipfel vom Kolpeterberg. Und da gibt es sogar ein Gipfelbuch. Schauen wir mal, ob da schon jemand was reingeschrieben hat. Viel. Der Aufstieg war unerträglich schwer. Mit letzter Kraft haben wir diesen Gipfel erklommen. Ist das ironisch gemeint, oder? So schlimm war es nicht, oder?